Und heißt, alles ist gut. Ja, Tee. Bisschen aber auch ein bisschen gut. Und heißt, alles ist gut. Die Navajo fragen nie, wie es einem geht. Die sagen auch nie, fragen auch nie, bist du krank oder sonst was, oder tun nur böse Zauberer. Weil, wenn man diese Dinge fragt, könnte man ja verhext sein. Dann will man sehen, wie es einem geht, ob der Zauber wirkt. Deswegen sagt man einfach immer nur, alles ist gut. Die Indianer, die am besten kennen, sind die Navajo, die Kiowa, die Lakota, die Cheyenne und die Mohawk in Kanada. So. Und die Navajo, das ist der größte Stamm, die leben in Arizona und in Mexiko, gibt es ungefähr 350.000. Und 350.000 ist eine große Menge. Die leben auf einem Gebiet, das ist so groß wie Nordrhein-Westfalen, die Rheinland-Pfalz, das Saarland und Luxemburg zusammen. Und die leben da sehr verstreut und sehr vereinzelt. Und die leben nicht in Gruppen, die leben in Familien. In kleinen Familien. Und das ist nicht mehr ganz so. Viele leben heute in den Städten drumherum. Viele sind umgesiedelt worden in den 80er Jahren, weil da gab es Ärger mit der Regierung und mit dem Nachbarvolk, den Hopi. Die Hopi sind ein Pueblo-Volk, während die Navajo Hirten sind. Hirten und Pflanzer. Die Navajo haben Schafe und Ziegen und pflanzen Pfirsiche, Mais und fällt mir der Name nicht ein, sind klein, orange, die sind sehr süß. Meistens kriegt man sie hier aus Frankreich im Frühsommer. Wie heißen die? Nein. Kaki? Nein, ganz normal hier in Deutschland sehr verbreitet. Aprikosen, ja. Und die pflanzen das an seit ungefähr dem 16. Jahrhundert. Und zwar, die Ursache ist, eigentlich sind die Navajo aus Kanada. Und sind das Schwestervolk der Apachen. Nur die Apachen sind noch so, wie sie früher waren. Während die Navajo sehr viel von den Pueblos, also den Hopi, den Zuni, den Laguna, den Santo Domingo, den Taos, in Arizona und New Mexico angenommen haben. Zum Beispiel das Pflanzen, den Mais und auch vieles von der Religion. Die ursprüngliche Religion der Navajo ist rein schamanistisch gewesen, und zwar eine Jägerreligion. Alle wirklichen schamanistischen Religionen sind Jägerreligionen. Das ist sehr wichtig zu wissen. Weil die Jagd und das Sammeln ist die älteste Art, wie Menschen gelebt haben. Und viele Dinge, die wir so kennen und wir heute normal finden sind, oder unheimlich finden, sind da entstanden. So zum Beispiel, Schamanismus hieß in diesem Falle, wir verwandeln uns. Das heißt, und dafür gab es die sogenannte Schwitzhütte, die auch hier in der Eifel sehr verbreitet ist und bekannt ist und ein nettes Ding ist, um sich zu erholen. Aber der ursprüngliche Gedanke der Schwitzhütte war, dass man dort hineinging, sich vorher reinigte und dort hineinginte, um sich in einen Krähe, einen Wolf, einen Puma oder ein anderes jagendes Tier zu verwandeln. Die Krähe war notwendig, um das Wild zu finden. Und weil die Krähe das Symbol des Herrn der Tiere ist.
gibt zwei Herren der Tiere. Eine ist die Hirschfrau. Die hat eine große Entwicklung durchgemacht, bis zu den Matronen hier in der Eifel. Weil es ist auch alles hier, man muss davon ausgehen, es war in der Eiszeit über den ganzen nördlichen Halbkugel verbreitete Jägerkultur von Jägern und Sammlern. Und diese Jäger und Sammler sind eigentlich der Ursprung dessen, was wir heute sind. Da haben wir angefangen. Viele denken so, da gibt es ein älteres ethnologisches Denken, dass das so der Kindheitszustand der Menschheit ist. Das ist ein Irrtum. Das ist der eigentliche ursprüngliche Zustand, was jetzt so die Wissenschaft allmählich wiederentdeckt, dass wir alle miteinander verwandt sind. Die Gentechnik beweist das zurzeit. Wir sind sogar mit Bananen, sonst könnten wir sie nicht essen, Erdbeeren, mit allen sind wir verwandt. Und die Basis ist dessen, und wir kennen auch diese Zeit aus unseren Märchen, die Zeit, wo wir noch die Sprache der Tiere verstanden haben. Das ist die eigentliche Zeit. Die Wissenschaft, besonders Luca von der University of Arizona, zu bedenken, der diese beiden wunderbaren Bücher geschrieben hat, über die Navajo Mountain Rainbow Ridge Religion oder die Navajo Jäger Tradition, wo hier oben drauf eine Krähe ist. Und dazu gibt es auch ein Lied. Ich kann